Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Vlog. Auch in dieser Woche haben wir wieder die wichtigsten Themen kurz und knapp für euch zusammengefasst. Am Sonntag fand eine große Kundgebung gegen Rechtsextremismus vor dem Rathaus auf der Brücke statt. Eingeladen hatten wir als Gemeinde alle in der Gemeindevertretung vertretenen Fraktionen und die Wölversheimer Kirchen. Mehr als 500 Menschen waren gekommen, um ein deutliches Zeichen zu setzen. Nach der musikalischen Einleitung von Bettina Skotke und Stefan Bodem folgten kurze Redebeiträge von Gerhard Weber als Vorsitzender der Gemeindevertretung, mir als Bürgermeister, Pfarrerin Martina Belser für die Kirchengemeinden, Burkhard Kees als Vertreter der Fraktionen in der Gemeindevertretung, Patrick Eulenkamp für den Förderverein Wölfersheimer Schulen, Anna Küchenmeister und Katrin Kötter vom Partnerschaftsverein und Corinna Gutting von den Omas gegen Rechts. Alle waren sich einig, dass wir uns entschieden gegen jede Form von Extremismus, Rassismus und Menschenfeindlichkeit stellen müssen. Vielen Dank nochmal an alle, die dabei waren und ein deutliches Zeichen gegen Rechtsextremismus gesetzt haben. Nächste Woche beginnt die Kleinkunstwoche in der Bärstädter Mehrzweckhalle und es warten einige Höhepunkte auf euch. Los geht es bereits am Donnerstag mit einem Auftritt von Florian Schröder, der bundesweit bekannte Kabarettist, der auch als Autor, Kolumnist und als Fernsehmoderator erfolgreich ist, wird sein Publikum auf eine Reise durch die Absurditäten des Alltags und die Tücken der modernen Gesellschaft mitnehmen. Am Freitag wird mit Dietrich Faber ein bekanntes Gesicht zu Gast sein. Er begeisterte bereits in den letzten Jahren mit seinen kurzweiligen Programmen. In diesem Jahr zeigt er sein Programm Die Maniküre, bei dem seine Figur Manni Kreuzer im Mittelpunkt steht. Als Special Guest hat er Orgelwilli mit erstklassigem Unterhaltungsentertainment dabei. Am Samstag könnt ihr euch auf Comedian Michael Eller mit seinem Programm Gefährlich Ehrlich freuen. Eller gibt bizarre Tipps, wie man sich erfolgreich durch schwierige Situationen flunkert und zeigt, oft auf absurde, aber saukomische Weise, wohin uns absolute Ehrlichkeit führen würde. Am Sonntag wartet noch ein Highlight auf euch. Zu Gast ist Andy Ost mit seinem Programm Best Ost. Er ist seit vielen Jahren Stammgast bei Hessen lacht zur Fasnacht und anderen Fernsehformaten. Der deutsche Kabarettmeister des Jahres 2018 als auch Preisträger des Fränkischen und Vorarlberger Kabarettpreis wird Auszüge aus seinen bisherigen Erfolgsprogrammen zeigen. Freut euch auf Musikkabarett und Stand-up-Comedy vom Feinsten. Am Montag gibt es dann eine Premiere. Erstmal findet ein Seniorenkabarett in der Mehrzweckhalle in Bärstadt statt. Reservierungen sind weiterhin möglich im Bürgerbüro. Tickets für alle Veranstaltungen gibt es auch im Bürgerbüro, im Ticketshop Friedberg und online auf unserer Webseite. Am Dienstag wird noch eine Veranstaltung für Kinder geboten. Das Figurentheater Kania wird mit einem Impro-Theater für Kinder zu Gast sein. Es geht um Geschichten aus Tausend und eine Nacht und alles andere können die Kinder dabei selbst bestimmen. Tickets gibt es auf unserer Homepage. Nach einem Tag Pause ist am Donnerstag der hessische Comedian Johannes Scherer zu Gast, der ebenfalls sein Best-of-Programm präsentiert. Es sind nur noch wenige Tickets erhältlich. Den Abschluss machen am Freitag Herbert Meyer und Inge Lapp mit einer Lesung. Mit musikalischer Begleitung von Thomas Gerlach, Gerry Reutzel und Bettina Skotke darf man sich wieder auf einen kurzweiligen Abend freuen. Wir haben in diesem Jahr wirklich tolle Künstler zu Gast und deswegen kann ich euch nur raten, sichert euch jetzt noch Tickets für die Veranstaltung. Und das war's schon wieder für diese Woche. Vergesst wie immer den Daumen nach oben nicht, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um kein Video mehr zu verpassen. Tschüss, macht's gut. Der Vater wollte, dass ich den Gatte umgrabe. Wir haben eine große Gatte in Schellkrippe. Riesig, so groß wie 9 Fußballfelder. Da wachsen Zucchinis. Radladergroße Zucchinis. Da wird die komplette Nachbarschaft mit zugeschüttet. Weil Elans essen können die sie ja nicht. Das ist ja, kannst ja einen halben Kontinent mit ernähren. Deswegen, sobald Erntezeit ist, Zucchini-Erntezeit, fährt der Vater mit seinem Schubkarren die Zucchini, die Straße runter. Da merkst du schon, wie die Rollläden runtergehen. Viele setzen sich in ein sicheres Drittland ab, was nicht nach Deutschland ausliefert.